Herzlich willkommen bei neckermann.de. Mein Name ist Ralf Becker. Was darf ich für Sie tun? Hallo, grüß Gott. Mein Name ist Ilona Manske. Mein Name ist Sandra Baum. Was darf ich für Sie tun? Sie melden sich mit falschen Namen. Deutsch-Türken, die in Callcentern für deutsche Firmen arbeiten. Und zwar nicht irgendwo in Deutschland. Und bei dem Einmaligen möchten wir, dass der Kunde noch weiterhin... Nein, in Istanbul. Blöd ist, du musst mal Hochdeutsch reden. Das kann ich nicht. Ich habe diesmal immer als auf den Deckel gekriegt. Ja. Fahrdeutsch, red Hochdeutsch. Kann ich nicht. Ist mir egal. Ich komme aus dem Schwarzwald. Dieser Dokumentarfilm gibt einen verblüffenden Einblick in das Leben deutscher Türken, die oft unfreiwillig in die Türkei mussten. Mit 18 wurde Fatos Yildiz von ihren Eltern nach Istanbul mitgenommen, ihr Pass am Flughafen ungültig gemacht, von einem Tag auf den anderen. Es war alles so schnell für mich, weiß ich, da habe ich gar nicht durchgeblickt, was abläuft jetzt. Da habe ich nur gesehen, dass der Polizeibeamte den Stempel rein, also reingehauen hat, und auf dem Ausweis stand drinnen ungültig. Dann habe ich ihn gefragt, heißt das, ich kann nicht mehr zurück? Ja, er sagt nein. Ich würde mal sagen, die Tragik der Schicksale war neu für mich. Ich wusste natürlich, dass da, ich meine, in Istanbul geht mal keine 100 Meter oder auch selbst an abgelegeneren Orten in der Türkei. In jedem Dorf gibt es irgendeine Verbindung zu Deutschland. Das war mir sehr bewusst. Aber als ich dann angefangen habe, mich mit den Menschen zu unterhalten, ich habe viele Interviews geführt und ich sozusagen diese Schicksale gehört habe, das war dann doch nochmal eine andere Dimension, die mir in der Form nicht klar war. Wie diese Gestrandeten mit ihrer Zerrissenheit kämpfen, ist berührend mit anzusehen. Bülent Kubulu, ein Frankfurter, geriet als Jugendlicher auf die schiefe Bahn und wurde mit 29 abgeschoben in ein Land, in dem er vorher nur ab und zu im Urlaub war. 10 Jahre nicht in Türkei gewesen. Türkei kennst du nur von Urlaub. So, wann hat es immer angefangen im Urlaub? So nach der zweiten Woche in Türkei, wo ich in Urlaub war, hat es immer dann angefangen, oh, ich will wieder nach Deutschland. Ja. Und das habe ich direkt nach 2 Tagen schon gehabt, wo ich wieder hier war, weil ich wusste, es gibt kein Zurück. Und das macht einen so verrückt. Erstmal der Moment, hey, du kannst gar nicht zurück. Auch für ihn wurde ein deutsches Callcenter in Istanbul Zufluchtsort und Heimatersatz. So viele Seiten hat das gar nicht. Wo ich am Anfang kam, Vorstellungsgespräch, ich komme die Treppen hoch, auf einmal wird nur Deutsch geredet. Ich so, hä? Ich gucke deutsche Schrift, da steht deutsche Stundenplan und hin und her, deutsche Gerichte. Also da steht alles auf Deutsch. So, ja, du bist wieder da. Ich so, das gibt's nicht, du bist auf einmal wie in Deutschland. Und ich habe mich voll wohl gefühlt. So sehr sie sich mit ihrem Schicksal zu arrangieren versuchen, wie Bülent, es bleibt ein unfreiwilliges Exil. Letztlich, so sehen wir, sind sie Opfer einer missglückten Einwanderungspolitik. Menschen, die von uns outgesourced wurden und sich in Ersatzwelten einrichten müssen. Und das war dann auch sehr spannend, einfach zu sehen, ja, diese Welt im Callcenter, die sehr deutsch ist, und dann dieses draußen. Also teilweise vergisst man im Callcenter wirklich auch, dass man in der Türkei sich befindet. Und man geht dann nach draußen, und das fand ich eben, oder das war auch das, was mich interessiert hat, wie diese Welten sich überlappen. Auch Fatos Yildiz, die sich im Callcenter als Ilona Manske melden muss, ist nach 2 Jahrzehnten nicht in Istanbul angekommen. Sie hat Kinder, war verheiratet, ließ sich scheiden, weil ihr Mann sie schlug. Regelmäßig stellt sie Anträge auf ein Touristenvisum für Deutschland. Bisher wurden sie immer abgelehnt. Ein neuer Versuch. Ist es schon da? Ja, ist gerade gekommen. Oh mein Gott. Schauen wir mal, wie beim letzten Mal der Countdown läuft. Was ist drin? Hurra! Ja, hallo! Ich glaub's nie! Der Film zeigt uns Mitmenschen. Mit Bürger, von denen wir so bisher nichts wussten. Ein Monat, Schatz, geh her. Insofern ist natürlich Heimat ein ganz großes Thema, auch was der Film thematisiert. Und mein Anliegen war ja einfach dieser Umgang. Also wie gehen wir damit um, sozusagen? Auch natürlich eben auf politischer Ebene. Ironisch konterkariert der Film die hitzige Integrationsdebatte.
Während unsere Politiker dauernd über Migranten reden, die sich angeblich nicht integrieren wollen, erleben wir hier Türken, die längst Deutsche sind, aber nicht bei uns leben dürfen. Deutschland ist meine Heimat. Und bleibt auch das. Das sagst du als Vollbluttürke, was soll ich sagen? Ja, ich habe in meiner Adern türkisches Blut, aber in meiner Seele habe ich Deutschland. Ein wunderbarer Film. Hier geht es nicht um eifernde Worthülsen. Hier sehen wir Menschen, die unter uns aufgewachsen sind, aber draußen bleiben müssen.